Die SARS-CoV-2-Infektion birgt für Menschen mit Vorerkrankungen weiterhin eine große Gefahr. Gerade Krebspatienten, wie etwa mit Leukämie, haben ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf. Entscheidend für den Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung bleibt eine starke Immunantwort. Diese bleibt aber bei Krebspatienten meist aus. Aber warum ist das so? Die Krebsforscherin Dr. Juliane Walz vom Exzellenzcluster IFIT der Universität Tübingen bringt Licht ins Dunkel. In unserer Studie haben wir die Immunantworten von Krebspatienten mit einer SARS-CoV-2-Infektion systematisch analysiert und mit genesenen Probanden ohne Krebserkrankung verglichen. Wir konnten zeigen, dass die Antikörperantwort gegen SARS-CoV-2 in Tumorpatienten vergleichbar mit der von Covid-19-Genesenen ohne Tumorerkrankung ist. Im Gegensatz hierzu zeigen Tumorpatienten und hier insbesondere Patienten mit Leukämien deutlich schwächere T-Zell-Antworten. In Vorarbeiten konnten wir zudem zeigen, dass sogenannte kreuzreaktive T-Zellen gegen SARS-CoV-2 in unexponierten gesunden Spendern vorkommen, die durch vorherigen Kontakt mit anderen Corona-Erkältungsviren entstanden sind. Ebenso wie die spezifischen T-Zell-Antworten war auch die kreuzreaktive T-Zell-Antworten gegen SARS-CoV-2 in Patienten mit Krebserkrankungen des Blut- und Lymphsystems deutlich reduziert. Wir konnten als Ursache hierfür eine generelle Erschöpfung der T-Zellen in Krebspatienten zeigen. In Leukämiepatienten sind die T-Zellen nicht mehr im gleichen Ausmaß in der Lage, virusinfizierte Zellen zu eliminieren. Unsere Studie legt nahe, dass die Krebserkrankung bzw. die Krebstherapie Grund für die äußerst schwache T-Zell-Antwort sein kann. Deshalb haben wir im vergangenen Jahr mit der Entwicklung eines Impfstoffs begonnen, der in Krebspatienten gezielt T-Zell-Antworten gegen das Virus auslösen soll. Und wir freuen uns sehr, die erste Studie, die diesen Impfstoff in Patienten mit Krebserkrankungen untersucht, im Juli diesen Jahres beginnen zu können.